Das Lamellenventil Typ 6114 ist ein direktwirkendes 3-2-Wegeventil mit PPS-Gehäuse und Medientrennung. Es wurde als Vorsteuerventil für Hauswasserarmaturen entwickelt. Bei der Entwicklung dieses Ventils wurde auf einen besonders niedrigen Energiebedarf Wert gelegt, sodass dieses Ventil für den Batteriebetrieb geeignet ist. Im Gehäuse befinden sich zwei Ventilsitze und eine Schaltlamelle. Die Lamelle ist einseitig eingespannt und mit einem Dauermagnet bestückt. Sie kann sich zwischen zwei Endlagen bewegen. Dabei verschließt sie wechselseitig die Ventilsitze. Bei der bistabilen Ausführung als Impulsventil wird die Lamelle von der Kraft des Dauerfeldes in der erreichten Endlage gehalten. Das von einem Impuls ausgelöste kurzzeitige Magnetfeld wirkt gegen das Dauerfeld und bewegt die Lamelle in die zweite Endlage. Das Rückschalten erfordert einen erneuten gegenläufigen Impuls. In der Impulsbetriebsart erreicht das Ventil mit einer Batterie eine Betriebszeit von bis zu 4 Jahren. Dadurch ist es vor allem für Armaturen ohne Netzanschlussmöglichkeit geeignet. Bevorzugte Einsatzgebiete des Flipper-Magnetventils sind Analysen, Medizin und Labortechnik. Die Ventile besitzen ein minimales Totvolumen und eine spaltarme, leicht zu spülende Innenkontur. Der Einsatz hochwertiger Werkstoffe ermöglicht eine hohe chemische Beständigkeit. Das Medium kommt ausschließlich mit dem Peak-Gehäuse und der Kalresdichtung in Berührung. Die Flipper-Ventile sind vorzugsweise zum Füllen, Dosieren, Mischen und Verteilen sehr kleiner Mengen aggressiver, anorganischer oder biologischer Medien einsetzbar. In den Microjet-Mikrodosiersystemen kommt das Ventil Typ 6603-6604 zum Einsatz. Es eignet sich besonders für schwer beherrschbare aggressive Medien und ihre Dosierung im Mikro- und Picoliter-Bereich. Durch Schaltzeiten kleiner 5 Millisekunden wird die Mikrodosierung überhaupt erst möglich. Einzelvolumen ab einer Größe von 100 Nanolitern und einer Viskosität kleiner 100 Millipascal-Sekunden werden beherrschbar. Sehr anschaulich für diese Größenverhältnisse und der Dynamik der Verformung eines Tropfens ist der Durchschuss eines Tropfens durch ein Nadelöhr.